Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von FIFA 16. Ja, ich bin gespannt. Wir spielen heute zu Hause im Rhein-Energie-Stadion gegen Hannover 96. Ja, mal gespannt, wie es wird. Die letzten Spiele alle mit Siegen konnten wir feiern. Das letzte Spiel ja auch wieder ein 3 oder 4 zu 0 gegen Manchester United in der Champions League. Und hier sehen wir einmal die Tabelle. In der Tordifferenz mit 3 Toren besser als Bayern München. Ja, und hier kommen die Jungs auf den Platz. Ja, Olkowski, der ja gewechselt hat. Und die treffsichersten Vereine: Köln mit 13 Treffern, Bayern mit 12 und Leipzig mit 7 auf dem dritten Jahr. Und hier sehen wir unseren Stürmerstar Iseka. Ja, und da gucken wir uns einmal ganz kurz die Aufstellung an. Eine kleine Änderung gibt es im Sturm. Da kriegt George Morillo die Chance. Gerade erstmal 16 Jahre alt, frisch hochgeholt aus der Jugend. Ja, mal gespannt, wie er sich anstellt. Hier sehen wir gerade die Aufstellung von Hannover. Ja, hier kann man nicht wirklich was erkennen, dass man sagen muss: Ui, außer in der Abwehr Olkowski, unser Ex-Spieler. Ja, Jascha zur Heide schon wieder. Unser Referee. Und Köln hat den Anstoß von links nach rechts und wir beginnen. Mal sehen, wie sich das Spiel hier entwickeln wird. Wir werden auf jeden Fall versuchen, den nächsten Sieg rauszuholen. So, jetzt mal Risse. Der verliert aber den Ball. Ja, Risse, Risse, Risse. Was machst du da? So, Karius, der Keeper. Mit einem kleinen Dribbling, keine Probleme. Ja, und jetzt Abner gegen Prip. Ja, und Abner bleibt da Sieger im Laufduell. Aber der Fehlpass. Mann, Mann, Mann. Was soll das? FC, FC. Aufpassen. Ja, gut aufgepasst. Und jetzt mal Yannick Gerhardt. Ja, und Risse verliert er schon wieder den Ball. Setzt zwar nach, aber kann den Ball dann nicht gewinnen. Und Mustafi passt da auch sicher auf. Und jetzt mal gucken, was Bittencourt da macht. Ja, schön ausgedribbelt. Passt runter auf Morillo. Von hinten Risse mit dem Abschluss. Aber der Keeper wie immer auf dem Posten, leider. Karius ja kein schlechter Torhüter. Risse kommt da nicht zum Kopf. Aber von hinten kommt der Abner. Aber schlecht aufgepasst. Und jetzt das 1 gegen 3 Duell. Aber Mustafi passt da sicher auf. Jetzt Bittencourt. Schön auf Iseka. Der sucht den Abschluss. Aber ein bisschen zu weit daneben. Ja, kann passieren. So, Morillo hat noch nicht wirklich etwas zeigen können. Aber er ist jung, er ist dynamisch, er ist nicht schlecht. Deswegen passen wir da mal auf. Aber erstmal jetzt wieder aufpassen hinten. Ja, V-Spiel. Das könnte eine gelbe geben. Ja, gelbe Karte für Mustafi. In der 24. Minute. Ja, Einwurf für Köln. Alles andere würde mich wundern. So. Schnell ausgeführt. Und jetzt mal Abnahme mit ein wenig Platz. Ja, Einwurf rausgeholt. Und Iseka mit Abner auf dem Flügel. Abner mit der Flanke, aber abgefälscht. Karius, keine Probleme. Ja, was soll ich dazu sagen? Außer hier, Schiri, pfeift doch endlich mal.
Ja, da hätte der Schiri schon lange pfeifen müssen eigentlich. Aber wieder Einwurf für den ersten FC Köln. Und Hector verliert da im Sturm den Ball. Ja, schön nachgesetzt von Hector, holt den Ball zurück. Und jetzt mal vielleicht ein ruhiges Spiel aufbauen. So, Risse. Jetzt Felix Groß verliert den Ball. Kein Kölner geht da zum Ball hin. Natürlich dann der Ball weg. Und Hannover erstmal mit dem Befreiungsschlag. Und Bittencourt. Super durchgesetzt. Bittencourt. Immer noch Bittencourt. Was macht da Bittencourt? Sucht den Abschluss. Aber Außennetz. Ah, Mann. Ich brauche doch nur das eine Türchen. Und Abnahl. Holt sich da den Ball, verliert ihn aber auch direkt wieder. Und dann gibt er erstmal auf und orientiert sich da auch zurück. Aber jetzt Hannover. Hannover mit einem schönen Doppelpassspiel. Aber Glück gehabt. Der Schiri pfeift zur Halbzeit. Das war echt mehr als Glück, dass der Halbzeitpfiff kam. Ja, drei Schüsse, einer nur aufs Tor. Ja, Iseka sehr viel gelaufen. Mal sehen, wen wir bringen könnten. Uiuiuiuiui, wen soll ich bringen, um ein bisschen offensiver zu werden? Ich glaube, ich bringe mal Gilderim. Ja, komm, Gilderim. Risse hat mich die heute gar nicht überzeugen können. Und dann kommt halt mal Özkan Gilderim. Jetzt Hannover mit dem Anschluss zur zweiten Hälfte. Mal sehen, wie die zweite Hälfte wird. Es kann nur besser werden. Abner klärt da erstmal zum Einwurf. Ah, schade. Werder jetzt Iseka ist schön aufgepasst. Schön gemacht von Gerhard. Nimmt da Gilderim mit. Was macht Gilderim? Gilderim geht durch, sucht den Abschluss, kommt aber nicht zum Abschluss. Ah, schön gemacht. Ich glaube, Gerhard war es. Nein, Murillo war es. Ist einfach mal da mit dem Bein hoch. Aber leider nichts genützt. Und jetzt wieder Hoffenheim. Nicht Hoffenheim, Hannover. Gut aufgepasst von den Kölnern. Doch, Hannover. So, Iseka verliert den Ball. Bleibt liegen. Ich hoffe, er hat sich jetzt hier nicht verletzt oder so. Und erstmal wieder Hannover. Wieder Hannover. Kein Foulspiel von Abner. Schön aufgepasst von Abner. Und Gerhard mit ein wenig Platz. Gerhard mit Platz. Was macht Gerhard? Ja. Manchmal wäre Abspielen gar nicht so verkehrt. Wollte da den Abschluss suchen. Aber Karius vorher am Ball. Und jetzt wieder Hannover. Jetzt Hannover. Glück gehabt. Und das könnte einen Konter geben. Jetzt mit Morillo. Jetzt mal Morillo. Was macht Morillo? Er ist nicht der Schnellste. Das wissen alle. Ah, schade. Der Pass leider nicht durchgekommen. Auf Iseka. So, aber wieder jetzt Hannover. Und gut aufgepasst von Gilderim. So, ich habe gedacht, der Ball ist im Aus. So, und jetzt mal Hector verliert da den Ball. Aber jetzt ist er im Aus. Einwurf für Köln.
Und wieder nix. Wir brauchen doch nur ein Türchen. So, Gildirim dazwischen. 75 Minuten gespielt. So, gut gemacht. Von Mustafi. Jetzt Felix Groß. Ein wenig Platz für Groß. Was macht jetzt Groß? Ah, verliert da den Ball. Mann, das eine Türchen müsste doch drinne sein. Aber erstmal wieder Hannover. So, Bech gegen Gildirim. Bech ein Ticken schneller. Oh. So, Hannover wechselt aus. Ich lasse meine Jungs bis zum Ende jetzt spielen. So, jetzt mal Mustafi vor auf Bittencourt. Schön auf Gerd. Aber kommt dann nicht zum Abschluss. Vorher der Fuß dazwischen. Jetzt mal Murillo. Sucht da auch den Abschluss, aber auch nix. Ja, Foulspiel. Am Keeper eine Minute nur obendrauf. Das scheint unser erstes Unentschieden zu werden. Ja, keine Chance. 0 zu 0. Unser erstes Unentschieden. Immerhin die 0 steht hinten, aber wenn vorne keine 1 steht, bringt es auch nichts hier. Wir sehen nur 2 Spielhöhepunkte. Ja, Aurelio mit einer 8,0. Ich finde es gerade ein bisschen traurig, dass wir hier keinen Sieg holen konnten. Daher jetzt punktgleich mit dem FC Bayern. So, Schalke könnte nur auf 9 verkürzen. Damit bleiben wir auf jeden Fall auf Tabellenplatz 1. So, Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Düsseldorf. Und ich werde meine Jungs mal loben. Immer nur motivieren, kommt auch nicht gut. Wir gehen auch jetzt direkt ins Training rein. So, Murillo. Sehr gutes Spiel, auch wenn er kein Tor gemacht hat. So, Gutierrez wird auch wieder trainiert am Durchsetzen. So, Teixeira wird auch trainiert. Ihn werde ich versuchen zu verleihen im Winter. So, wen könnte man noch trainieren? Ja, auf jeden Fall Aurelio. Er hat Stamm... Spielerpotenzial und ich denke, er wird auch bei uns zukünftiger Stammspieler werden. So, das bringt nichts. So, Innenverteidiger. Werden wir mal Mittelfeld. Wen könnten wir hier noch trainieren? Ja, vielleicht mal Gildirim. Vielleicht schafft er die 69. Ich glaube, es war weniger. Macht mal El Rondo. Alles simulieren, wie immer. Ja, Murillo geht hoch, Aurelio geht hoch, sonst keiner. Ja, und dann haben wir jetzt schon wieder fast das nächste Spiel. Da gucken wir mal gerade im Kalender. Ja, jetzt hier Auswärtsspiel gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Und an dem Samstag danach direkt gegen die Jungs aus Berlin. Und dann kommt schon Paris. Und dann haben wir hier eine Woche Pause. Ja, würde ich sagen, einmal kurz die Mannschaft gucken. Beziehungsweise einmal ganz kurz simulieren. Gucken wir mal gerade im Büro. Aktuelles aus Spanien. Nachricht.
Ja, Nacimento möchte natürlich gerne spielen. So, Iseka ist gut angeschlagen, sehe ich gerade. Ja, Nacimento nehme ich mal mit. Vielleicht wird er eingewechselt. So, Zoller bringe ich mal für Iseka, dass sich Iseka ein wenig ausruhen kann. Und dann würde ich sagen, reden wir gar nicht lange und starten dann jetzt auch schon direkt rein in das Spiel gegen Düsseldorf. Köln gegen Düsseldorf, immer eine heiße Partie. Auch Erzrivalen, genau wie mit Borussia Mönchengladbach. Hier muss auf jeden Fall wieder jetzt ein Sieg her, ohne Wenn und Aber. Hoffentlich kommt der Sieg jetzt auch hier gegen die Düsseldorfer. Hier nochmal die Tabelle. Bayern hat gewonnen. Bayern hat sein Spiel gewonnen, daher derzeit nur Platz 2. Aber wir möchten ja gerne die Liga verteidigen. Und es wird ein harter Kampf werden, die Liga zu verteidigen. Ja, hier sehen wir die Aufstellung. Bolli, Unas, Stall und so weiter. Gärtner. Ja, auch ein 4-5-1-System. Ja, da sehen wir die Köln-Fans. Hier die Aufstellung vom 1. FC Köln. Nur eine Änderung. Simon Zoller für Iseka drinnen. Unser neues System, das 4-4-2. Da sehen wir Timo Horn, hier sehen wir Unnerstall. Ja. Oh Mann, anderer Schiri, Harald Fimmler, leitet diesmal die Partie. Ja, Köln von rechts nach links in den roten Trikots. Die schwarzen Trikots, die Düsseldorfer. Und wir hoffen natürlich hier, dass wir mal wieder einen Sieg jetzt einfahren können gegen die Düsseldorfen. So, schön Bittencourt. Was macht jetzt Bittencourt? Ah, schade, das war nix. Ja, Einwurf für Köln. Schneller Einwurf von Abner. Und Zoller sucht den Abschluss. Nein, es war Risse. Unnerstall aber auf dem Posten. Doch, Zoller war es. Unnerstall passt gut auf und lenkt den harten Schuss ab zur Ecke. Bittencourt jetzt mit der Ecke. Kommt nur ein Düsseldorfer dran. Jetzt mal Abner von hinten sucht den Abschluss. Und das ist das 1 zu 0 durch Abner. Einfach mal versucht, da sieht man es nochmal, nimmt den Ball schön an, läuft ein paar Meter, zieht einfach mal ab und Unnerstall ohne jegliche Chance. 1 zu 0 in der 11. Minute. Ja, so kann es weitergehen. Damit hätten wir jetzt Platz 1 zurückerobert. Oh, und Bolli. Und was macht der Schiri? Er pfeift Elfmeter. Der Schiri pfeift Elfmeter. Mustafi, der Leidtragende diesmal, geht er zum Ball, berührt das Bein. Und der Schiri sagt Foulspiel, daher Elfmeter. Ah. Schade, 1-1. In der 18. Minute. Richtige Ecke geahnt, aber zu platziert dieser Schuss. Hier sehen wir es nochmal. Richtig geahnt von Timo Horn.
Aber leider keine Chance. Jetzt wieder alles offen. So, Köln setzt aber direkt nach. Ah. Unterstall passt da gut auf nach dieser Flanke. Hector gut dazwischen. Jetzt mal Murillo, aber Unterstall. Da hat er irgendwas gesehen, der Unparteiische. Ja, ein Foulspiel gesehen. So, den Schützen werde ich mal gerade wechseln. Bittencourt ist eigentlich der Beste. Ne, Gerhard. Gerhard wird schießen. Ah, schade. Und von hinten wieder Abner, aber weit vorbei. Nein, es war Aure doch Abner. Sei es von Weitem aus wie Aurelio. Aber schön gedacht von Gerhard. Einfach mal hoch in die Mitte zu spielen. Und da kriegt Köln den Ball überhaupt nicht weg. Und jetzt wieder Bolli, der gerade hier den Elfmeter geholt hat. Horn passt gut auf, aber Risse ist da. Verliert den Ball aber. Und das ist das 2-1. 2-1 für Düsseldorf. Da sahen die Kölner überhaupt nicht gut aus. Und was macht jetzt hier Zoller? Zoller sucht den Abschluss, aber Ecke. Unterstall gut aufgepasst. Nach dem Anschluss geht er einfach nach vorne und zieht einfach mal auf den Kasten. Jetzt Gerhard mit der Ecke. Und erneut Ecke. Ja, Düsseldorf verteidigt jetzt hier mit allen Mitteln. Und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter nach einem Handspiel. So, Risse steht am Punkt. Aber ich werde Murillo schießen lassen. Murillo läuft an und Unnerstall hält. Unnerstall hält den Elfmeter von Murillo, aber Ecke. Aurelio verliert den Ball und ein schneller Konter jetzt von Düsseldorf. Alle Kölner vorne, aber die Kölner passen da gut auf, beziehungsweise Abner, aber da verliert er auch wieder den Ball. Und jetzt wieder Düsseldorf. Ha, gut aufgepasst. Gibt Ecke. 5 Minuten legt der Unparteiische oben drauf. Ecke ein Ticken zu weit, aber Düsseldorf immer noch vorne. Horn kommt raus, aber was pfeift er da? Stürmerfoul. Gut. Stürmerfoul. Und Köln versucht es allerdings noch hier den Ausgleich, aber Aurelio verliert da den Ball. Oh. Das hätte fast nochmal geklingelt zum 3 zu 1. Ja, so wären wir definitiv kein erster Platz mehr. So, Aurelio kommt raus. Nascimento bekommt die Chance. Fallahin kommt rein für Murillo. Und ich muss ein bisschen offensiver werden. Bittencourt hat super gespielt für Bittencourt. Kommt Yıldırım rein. Und Köln jetzt von links nach rechts mit dem Anstoß. Und wir werden hier versuchen, das Unentschieden noch zu machen. Aber erstmal werden wir da gestört von den Düsseldorfern.
Gut aufgepasst. Und jetzt Zoller. Wieder Zoller. Zieht da in den 16er. Sucht den Abschluss. Aber vorbei. Winkel ein bisschen zu spitz. Ich könnte heulen. Ich könnte gerade so heulen, dass die Dinger nicht in den Kasten wollen. Einwurf für Düsseldorf. Okay. Ja, und Düsseldorf jetzt hier. Hat natürlich Zeit. Die Düsseldorfer. Aber sie machen auch Druck. Und wieder Düsseldorf. Aber für Horn dieser Ball kein Problem. Und Horn auf Abner. Und Abner. Was macht jetzt Abner? Schaltet mal den Turbo ein. Und da verliert er den Ball. Abner verliert da den Ball. Und jetzt wieder Düsseldorf. Ja, Abner wieder gut zurückgearbeitet. Und jetzt weiß vielleicht jeder, warum ich auch nicht gerne mit Nascimento spiele. Aber jetzt mal Yannick Gerd. Yannick Gerd sucht er den Abschluss. Aber Unnerstall wieder auf dem Posten. Das sieht hier ganz stark nach der ersten Niederlage für uns aus. Wir kriegen das Ding einfach nicht ins Tor. Dafür jetzt wieder mal Düsseldorf. Ja, Düsseldorf hat hier natürlich alle Zeit der Welt und können uns hier gerade ein bisschen vorführen. Ah, jetzt wieder Simon Zoller. Und er hat Platz. Simon Zoller. Jetzt noch zwei vor sich. Und wieder Unnerstall. Gut aufgepasst. Und Ecke. Es gibt Ecke. Schlechte Absprache, wenn man danach geht, von den Düsseldorfern. Ja, kein Kölner kommt da dran. Abner setzt danach, zieht drauf, aber wieder Unnerstall und es bleiben uns nur noch knapp 10 Minuten. Und Zoller, wieder Unnerstall. Oh, warum will das Ding hier nicht ins Netz rein? Es will hier einfach nicht rappeln. Wird das echt unsere erste Niederlage? Gut aufgepasst. Jetzt nochmal Gerhard. Abschluss. Unnerstall wieder da. Jetzt bleiben uns nur noch knapp 2 Minuten. Ja, und Düsseldorf wird das jetzt hier souverän runterspielen. Die Nachspielzeit läuft von einer Minute, gibt es nur obendrauf. Das heißt, das war's. Jetzt nur noch aufpassen, dass wir nicht mehr das Tor kassieren. Groß rennt dann noch hinterher. Und das ist Abpfiff. Die erste Niederlage in der Saison. Und generell die erste Niederlage in der neuen Saison. Alle vorgeführt in der Vorbereitung. Die ersten Spiele auch. Alle vorgeführt. Und dann kassieren wir hier gegen unseren Rivalen Düsseldorf. 2 Dinger verlieren damit 2:1. Das ist sehr bitter. Wir können einfach gegen keine Rivalen gewinnen. Ja, jetzt das Spiel dann als nächstes gegen Hertha. So, Spieler ist auskuriert.
Hack, er hatte sich ja verletzt. So, für das nächste Spiel kommt wieder Iseka rein. Ja, wen könnte man noch bringen? Ja, Hack lasse ich noch draußen. So, sonst alle relativ fit. Ja, die Roll werde ich mal gerade die kurzen Freistöße. Ja, würde ich sagen, lassen wir auf Bittencourt. So lange Freistöße, so 11 Meter. Ja, ist Risse eigentlich der beste Schütze. Ja, lassen wir auf Risse. Die Ecken werden beide von Gerhard geschossen. So. Ja, im nächsten Part sehen wir dann das nächste Spiel gegen Hertha. Hoffen natürlich, dass wir dann gewinnen können. Hier nochmal gerade die Tabelle. 6 Spiele, eine Niederlage. Mussten wir jetzt einstecken. 3 Punkte damit. Rückstand auf Bayern München. Punktgleich mit Leverkusen. Aber eine bessere Tordifferenz unsererseits. Ja, wenn euch der Part gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.